Ich habe mir einen zweiten Werkzeugwagen gekauft, weil der große hier, der hat einfach keinen Platz mehr, weil es ist wirklich so viel Werkzeug mittlerweile geworden, weil einfach so viele Schäden behandelt werden müssen und sind alle unterschiedlich. Zugänglichkeit ist unterschiedlich, Voraussetzungen sind unterschiedlich und man musste permanent irgendwie versuchen, die Sachen ja zeitgemäß schnell sehr gut reparieren. Ja? Und dieses Werkzeug, was wir, diese Menge an Werkzeug, was die Dellentechnik ja besitzt, ist schon ordentlich. Und jetzt, nach 14 Jahren, verstehe ich das auch, warum das auch so stark gewachsen ist, weil wir wirklich für jede unzugängliche Delle ein Werkzeug haben oder jetzt gebaut haben, also die Entwickler. Ja? Und bei mir ist auch so, ich habe hier zum Beispiel im oberen, hier nochmal so einen Aufsatz gebaut. Den habe ich von einem anderen Wagen übernommen, von Ultradentures. Den habe ich einfach hier montiert für Klebetechnik. Ja? Und ich habe natürlich hier in diesem Bereich alles nur für Klebetechnik. Jetzt brauche ich aber einen Platz für die neuen Hebel, weil die neuen Hebel sind auch gut, die ich jetzt bestellt habe, getestet habe. Am Anfang war ich nicht so ganz zufrieden, aber jetzt mittlerweile, wenn du dich auf diese Werkzeuge eingestellt hast, klappt es sehr, sehr gut und du wirst auch natürlich schneller und merkst auch die Vorteile. Aber es ist immer so, dass jeder Hebel hat seinen Vor- und Nachteil. Ja? Und wir müssen aber diese Vorteile kennenlernen und diese dann richtig einsetzen. Brauche ich jetzt diesen Nachteil oder will ich jetzt mit diesem Nachteil nicht arbeiten, dann nehme ich nicht diesen Hebel, sondern den, der genau in diesem Bereich einen Vorteil hat. Also so aktiv muss man schon mit dem Werkzeug auseinander sich setzen, dass man hier sofort richtige Entscheidungen trifft und einfach sich etwas Zeit spart bei der Reparatur. Ja? Indem man einfach anstatt sechs Hebel probiert, sondern nur drei probiert und schon dann den richtigen hat. Weil die ersten zwei geben einem die Ausrichtung, welchen Hebel du hast. Ja, und jetzt zu meinem neuen Wagen. Der sieht dann etwas kleiner aus. Der ist noch nicht aufgebaut und ja, natürlich wird er schon benutzt. Da liegt alles Mögliche rum. Aber der sieht so aus. Nehmen wir den aus dem Weg. Da kommt noch eine Etage drauf für Klebetechnik. Und was möchte ich von dem Wagen? Ich möchte hier komplett die ganze Klebetechnik von dem großen Wagen auf diesen kleinen. Dann ein paar wichtige Hebel, die ich an den Autos am meisten brauche, noch zusätzlich montieren, weil da habe ich meistens doppelt. Und natürlich meine Hotbox. Die hat jetzt auf diesem Wagen Platz. Habe ich auch extra dafür auch gekauft, dass die Hotbox immer mobil einsetzbar ist. Also nicht mehr auspacken, zusammenbauen, sondern die muss sofort griffbereit für mich sein. Und den zweiten Effekt ist so, dass ich die letzten Jahre ja wirklich sehr, sehr viele Autos in der Werkstatt habe. Und die Werkstatt ist 140 Quadratmeter. Das heißt, und auch so aufgebaut, wenn ich drei Autos reinstelle, dann habe ich hier zwischen den Autos wenig Platz. Und da entsteht natürlich die Gefahr, dass ich mit meinem großen Werkzeug, wenn ich da rumfahre, irgendeinen Kratzer ja im Auto hinterlasse. Und bis jetzt habe ich es toll, toll geschafft, weil ich wirklich sehr stark konzentriert bin, immer, wenn ich mit dem großen Werkzeugkasten darum fahre, keine Kratzer zu machen. Aber ich will auch, dass in Zukunft auch keine entstehen, weil hier auch noch eine Entscheidung, diesen kleineren Wagen, der kompakter ist, wo ich einfach mit dem viel mobiler zwischen die Autos rumfahren kann und natürlich alle werden reparieren. So, das ist jetzt mein erstes Video in diesem Jahr. Ich denke, tausend andere werden folgen, aber es liegt auch natürlich an euch. Mir fällt auf, oder mir ist es aufgefallen, ich sehe ja meine Statistiken, die Videos werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 bis 14 Minuten Video nehme, das wird im Durchschnitt nur 2 bis 3 Minuten angeschaut. Das muss ich erhöhen, weil das ist wichtig, weil in jedem Video ist sehr viel Informationen, weil die Videos gucke ich mir auch selber an und da ist wirklich sehr viel Informationen, wenn man genauer zuhört oder
vielleicht die Information zwei, dreimal gehört hat, um es zu verstehen, was ist das für eine Information, weil das ist ja wieder das Nächste. Ich biete ja hier die Möglichkeit, dass jeder hier auf meine Arbeitsweise ja zuschauen oder anschauen kann, meine Arbeitsweise anschauen kann und sie auch kopieren kann, wenn es einem gefällt. Warum ich das anbiete, dass du es kapieren kannst, weil ich halt mit diesem System erfolgreich hier bin und natürlich meine Erfahrung, ja, ich bin ja doch schon seit über 20 Jahren in der Kfz-Branche tätig und habe schon sehr viel gesehen und gehört und weiß, was passiert, wenn man gewisse Schulungen nicht macht, dann überfliegt man einfach gewisse Herstellervorgaben, die wir aber im Endeffekt dann bei den Reparaturen immer einhalten müssen. Leute. Und diese Herstellervorgaben sind einfach sehr, sehr wichtig. Und in jedem Video rede ich ja über die technisch, über mein technisches Wissen auch. Einfach, dass jeder, wenn er was repariert, das auch richtig repariert. Nicht nur etwas repariert und nach mir ist die Sinnflut. Nein, alles kann auf uns zurückkommen. Daher schaut euch einfach wirklich die Videos an. Das sind einmalige Sachen. Ich geize nicht von, ich verstecke nichts, ich geize nicht von Informationen, weil warum denn auch? Das macht ja uns nur besser und unser Handwerk positioniert das, weil wir alle so handeln oder so handeln können, werden, wie auch immer, unser Handwerk so gut positionieren, dass deutschlandweit sehr, sehr viel Nachfragen entsteht. Oder es sind ja schon sehr viele Nachfragen, weil alleine schaffe ich den Markt nicht zu bedienen. Aber entstehen noch zusätzliche Nachfragen, dann brauchen wir zusätzliche gute Werdetechniker. So, ich drücke euch die Daumen. Frohes Neues nochmal. Bleibt gesund, achtet auf euch. Gesund essen, viel Wasser trinken, viel nachdenken. Sich nicht von schlechten Nachrichten berissen lassen. Das sind schlechte Nachrichten bleiben. Es sind Nachrichten. Medien. Nachrichten in Medien sind für uns nicht zum Konsumieren, sondern die Informationen, die uns besser machen, das sind unsere Medien, die wir konsumieren sollen. Und das ist in diesem Jahr 2023 sehr wichtig, weil das wird ein mit Sicherheit nicht einfaches Jahr. Es sieht zwar jetzt noch sehr gut alles aus, aber ich denke, dass wir bald in ein paar Tagen auch schon feststellen werden, dass es natürlich auch nur eine Show-Demonstration war, wie auch immer wie man das nennt, aber ich würde sagen, wir befassen uns in diesem Jahr intensiv mit uns, entwickeln uns noch besser und dann, wenn die ganze Krise wieder beendet ist, dass wir dann mit Stärken mit gestärkten Wissen, was wir uns angeeignet haben in diesem Jahr, durchstarten. Okay? Das ist mein größter Wunsch. Ich werde alles dafür tun und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich weiß, dass ihr dabei seid und das macht mir Freude. Vielen Dank. Ciao.